nicht, ob es daran liegt, dass das Mädchen so winzig ist oder aber, dass sie schon so viel Erfahrung mit dem Gebären haben. Ich würde sagen, noch nie haben sie nach einer ihrer 15 Geburten so gut ausgesehen. Sie müssen es ja wissen. Wie heißt sie denn, unsere kleine Prinzessin? Ihr Name ist Maria Antonia Josepha Johanna. Die kleine Antoine. Oui, Monsieur. Fantastisch. Wird also unser Josef Isabella von Parma heiraten, Leopold Maria Ludovica von Spanien, Maria Carolina König Ferdinand III. Von Neapel, ich meine den 4. von Neapel. Ferdinand Karl wird mit Beatrix von Modena Este verheiratet. Was geschieht mit Marie-Christine? Marie-Christine ist seit ihrer Pockenerkrankung nicht mehr zu vermitteln. Sie bleibt hier bei mir und wird auch bei mir sein, wenn ich eines Tages sterbe. Ah, und dann wird Maria Elisabeth den König Ferdinand von Sachsen heiraten, Leopold den anderen und Marie-Christine den... Nein, der... Ach, den von Parma. Ach, aber ich dachte, das will sie gar nicht. Es geht um unsere Stellung in Europa. Da hat sie ihre persönlichen Präferenzen hinten anzustellen. Vor allen Dingen, seit dieses preußische Monstrum da mit England anbändelt. Ach, das heißt, die kleine Antoine geht nach Frankreich. Wenn Europa auseinanderbricht, brauchen wir die Annäherung an Frankreich. Das ist zurzeit unser wichtigstes Projekt. Ursprünglich hatte ich an Maria Carolina gedacht, aber das hätte bedeutet, dass Marie-Christine Herzog Ferdinand I. von Parma hätte heiraten müssen, ja. Maria Amalia König Ferdinand IV. Von Neapel. Ja. Und das wiederum hätte bedeutet, dass Maria Antonia den Prinzen von, Sie wissen schon, hätte heiraten müssen. Und das geht bei dem Altersunterschied beim besten Willen nicht. Marie Antoinette de France. De France. 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 Hübsch. Ja, das Mädchen ist einigermaßen hübsch. Und wo sie es nicht ist, lässt sich das richten. Dass sie so kurzsichtig ist, kann vielleicht sogar ein kleiner Vorteil sein, denn das hat ja gewissermaßen auf Könige eine geradezu hypnotisierende Wirkung. Ja, bedauerlich nur, dass die Natur dem Dauphin selber alle Gaben versagt zu haben scheint. Was soll das denn heißen? Ja, nun, wie ich höre, taucht er seinen königlichen Löffel zu gern und oft in die königlichen Süßspeisen. Sollen Sie damit vielleicht sagen, dass er fett ist? Wenn es nur das wäre. Was denn noch? Er sei ein eher verschlafener Charakter, sagt man sich, mit beschränktem Verstand und vollkommen gefühllos. Er verbringt seine Tage mit Vorliebe auf der Jagd und in der höfischen Schlosserei. Was ihr Diplomaten euch auf euren Fängen alles so zusammentratscht. Und doch kann ich mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass Madame Antoine ihr Glück in einer Schmiede findet. Wieso braucht eine Erzherzogin glücklich zu werden, wenn sie Königin wird? Natürlich. Sie werden ein Auge auf das Mädchen haben. Sie schicken mich nach Frankreich. Als unser Botschafter, Monsieur Merci Argenteau. Wenn Österreich mit Frankreich eine solche Verbindung eingeht, dann brauche ich vor Ort einen Mann meines Vertrauens. Sollte sich Frankreich wieder diesem preußischen Monstrum annähern, dann muss ich das wissen, denn das wäre das Ende jeglicher diplomatischer Verbindung. Ich werde Ihr Auge, Ihr Ohr und Ihre hilfreiche Hand sein. Monsieur Choiseul! Frau König Kaiserin! Jetzt machen Sie es nicht so spannend, Herr Minister. Wie hat der König reagiert? Majestät, unserem König ist beim Anblick von Marie Antoinettes Porträt fast die Lorgnette aus dem Gesicht gefallen. Vor Entzücken. Wahrscheinlich hätte er am liebsten selber um ihre Hand angehalten. Dann sieht es wohl so aus, als könnten wir unser Projekt als entschieden betrachten. Am 7. Mai soll die feierliche Übergabe stattfinden. Schon so bald? Ja, Majestät. Am 24. Mai folgt dann die offizielle Hochzeit in Versailles. Ist Ihnen nicht gut? Sie ist noch so sprunghaft. Ich bete zu Gott, dass er das Unheil abwenden möge, das ich schon in meinen Träumen vor mir sehe. Ich werde mich Ihres Dienstpersonals versichern. Es wird keine Stunde am Tag geben, an der ich nicht weiß, was sie sagt oder tut. Monsieur, ich danke Ihnen. Höre, was ich dir zu sagen habe, bevor wir uns eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen. Vielleicht niemals mehr. Das wirst du in Frankreich tun. Sobald du morgens wach bist, wirst du aufstehen und im Knien dein Morgengebet verrichten. Danach nimmst du dir eine kleine geistige Lektüre vor. Sei nicht überheblich aufgrund deiner Stellung. Es
ist weder deine Schönheit, die offen gesagt nicht allzu groß ist, und auch nicht deine Klugheit, die dich da hineingebracht haben. Führe keine neuen Sitten ein. Halte dich an die Regeln des Hofes. Gib ihnen keine Gelegenheit, einen Skandal zu machen. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Vergiss niemals den Todestag deines Vaters und den meinen, wenn es denn eines Tages soweit ist. Bis dahin kannst du an meinem Geburtstag für mich beten. Vermeide jede Art Vertraulichkeit mit kleinen Leuten. Merci Argenteau wird in Frankreich in deiner Nähe bleiben. Du kannst mir durch ihn vertraulich schreiben. Verbrenne meine Briefe. Kann ich dir offen schreiben, ich werde mit deinem dasselbe tun. Kümmere dich nicht um die hiesigen Angelegenheiten, sie sind vollkommen uninteressant und langweilig. Eins noch. Folge der Mode mit Mäßigung und hüte dich vor dieser obszönen Haarpracht. Ich höre, dass bei einigen Damen in Frankreich die Frisuren von der Haarwurzel 36 Zoll in die Höhe gehen und mit einer Menge Bändern und Federn geschmückt sind. Eine junge Dauphine hat das nicht nötig. Ich kann nicht anders, als dich vor dieser Art Völlerei zu warnen. Und nun, sei gut zu dem französischen Volk, damit man sagen kann, ich hätte ihm einen Engel geschickt. Und endlich, meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Herzlich willkommen zur feierlichen Übergabe der zukünftigen Dauphine Frankreichs. Hier auf dieser kleinen Sandinsel, im Rhein auf der deutsch-französischen Grenze. Ja, also wir haben Glück, denn wolkenlos ist der Himmel und doch weht eine recht kühle Brise vom französischen Ufer zu uns herüber. Hinter mir befindet sich der Holzpavillon, den man extra für dieses Großereignis entworfen hat. Wir haben hier zwei Vorzimmer auf der rechtsrheinischen Seite, die unsere Prinzessin als Erzherzogin von Österreich betritt. Und dann haben wir zwei Vorzimmer auf der linksrheinischen Seite, die sie als Dauphine Marie Antoinette von Frankreich wieder verlässt. In der Mitte der Saal für die feierliche Übergabe. Sie haben diese Madame Antoinette bereits gesehen. Also, wie finden Sie sie? Sie ist sehr hübsch. Hübsch? Sehr hübsch. Nur die feierliche Übergabe, meine Damen und Herren, die soll Abschied von allem darstellen, was unsere Prinzessin mit dem Hause Österreich verbindet. Also, mit eigenen Fetzen heimatlicher Erzeugung darf das Mädchen noch an ihrem Leib behalten. Nicht ihren Ring, nicht das Kreuz und auch ihren geliebten Mops nicht. Nur was? Die Zähne ist hier. Aber das macht nichts. Da gibt's doch jetzt diese neumodischen Drahtkonstruktionen. Die zieht man hier einmal durch den Mund und flugs wird grad was grad noch schiebbar. Zunächst also muss sich unsere Prinzessin in den österreichischen Vorzimmer vor ihrem Gefolge entkleiden. Dann reicht ihr Monsieur Merci Argenteau, das ist der österreichische Botschafter, ein Hemd aus französischer Seide. Was ist mit den Brüsten? Hat sie bereits welche? Das Haar ist schön, vor allen Dingen die Farbe, passend zum Tarn. Und so streift sich das Mädchen den Stoff über den weiß schimmernden, von Kälte leicht zitternden Leib. Ich habe von den Brüsten gesprochen. Auf so etwas habe ich nicht gewagt zu achten. Weil sie ein Trottel sind, das ist doch die Gegend, wo man mal als Frau zuallererst hinsehen muss. Als dann wird Monsieur Merci von unserer Prinzessin in den Übergabesaal geleitet. Die österreichische Delegation folgt mit Abstand, verbleibt aber auf der österreichischen Seite. Auch wenn diese Frau die zukünftige Dauphine von Frankreich ist? Gerade wenn sie die Dauphine von Frankreich ist. Die französische Gesandtschaft, angeführt von dem französischen König, tritt heran, während die Österreicher sich langsam entfernen, sodass in dem Augenblick, da Marie Antoinette inmitten ihres neuen Hofstaats steht, der Österreichische den Raum verlassen hat. Wissen Sie, ich mag schöne Frauen. Das ist wie bei einem Magneten. Und manchmal, wenn ich eine sehe, gehe ich einfach hin und küsse sie. Sie sind der König. Ganz recht. Ich bin der König. Und manchmal gehe ich einfach hin und küsse sie. Einfach so. Ich werde nie, Majestät, vergessen, was Sie für mein Glück getan haben. Und für das Glück Frankreichs. Ja, mein König. Dreimal dürfen Sie raten, wer das ist. Madame Antoinette. Jetzt küsse ich schon, bevor ich es tue. Ist wieder gut, ja?
Das ist für Sie. Was ist es? Ein Schloss. Ich habe es mit meinen eigenen Händen gefertigt. Mit Ihren eigenen Händen? In meiner eigenen Schmiede. Sie scheinen ja das Spiel mit den Schlössern sehr zu mögen, wenn Sie sogar eine eigene Schmiede haben. Und was ist das? Das Kernstück. Goldplättchen, die um das Schlüsselloch herum angeordnet sind. Der Schlüsselhalm besitzt ja nämlich verschiedene Einschnitte. Und die Schieben, können Sie mir folgen? Und die Schieben? Die Plättchen. Gerade so tief in das Schlüsselloch hinein, dass die Kerben, die um den Zylinder herum angeordnet sind, sich vom Schlüsselbart her leicht drehen lassen. Das ist der Schlüssel. Mit einem A. Wie? Antoinette. Das ist für Sie, Madame. Aber der passt ja gar nicht, der Schlüssel, in das Schloss, meine ich. Ist er zu klein? Ich weiß es nicht. Dann tragen Sie ihn einstweilen nur als Schmuck um Ihren Hals und borgen ihn mir aus und ich werde daran arbeiten, bis er passt. Und wann wird das sein? Das weiß ich nicht, Mademoiselle, aber ich werde sehr hart daran arbeiten. Edum, autoritate ecclesiae, matrimonium per vos contractum confirmo et benedico. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mesdames et Messieurs, 7 harte, lange Kriegsjahre lagen hinter uns. Gewonnene Schlachten, auch verlorene. Eine blutige Zeit. Diese Zeit hat im Friedensbündnis von Paris und Hubertusburg nun vor 7 Jahren ihren Abschluss gefunden. Aber glauben Sie nicht, was in den Zeitungen steht. Dort wird immer noch von einer denkwürdigen Sprache Frankreichs gegen die Preußen gesprochen. Der Schmach von Rosbach. Was sehe ich? Ein neues Theater. 5.000 Kerzen, die diesen Raum, wie ich finde, sehr passend illuminieren und Sie. 3.000 geladene Gäste aus allen Teilen Europas. Sieht so eine Monarchie aus, die am Abgrund steht? Alles Lügen! Aber so klingt ja der Chor der angeblichen Erneuerer, der Rousseaus und Diderots, wie sie alle heißen. Lest sie nicht. Was sie schreiben, ist unwahr und ketzerisch. Nie hat unser Königreich heller geleuchtet. Nie hat es weiter in die Welt hinausgestrahlt als an jedem Tag. Und ich sage Ihnen eins. Ich war dabei und ich habe keine Schmach von Rosbach gesehen. Ich habe einen Triumph gesehen. Man sollte mit diesen Volksverhetzern umgehen wie mit dem Königsattentäter Monsieur Damiot. Man sollte sie zwischen 4 Pferde spannen und in Stücke reißen lassen. Die Jahre haben nicht nur Zerwürfnisse gebracht, sie haben auch Bündnisse beschert. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt jemand vorstellen. Man hat lange kein derartig reizvolles Wesen mehr durch unser Schloss tänzeln sehen. Dieses bezaubernde, schlanke, doch schon sehr weibliche Figürchen. Der Tarn wie bemaltes Porzellan, Himmelsaugen, Rosenlippen. Tadellos in ihrer Haltung, noch zügellos. Ein Wildfang möchte ich sie nennen, wie ich sie heute schon durch unseren Spiegelsalon habe springen sehen. Ihr wird einmal eine Hauptrolle im mächtigsten Land Europas zufallen. Und jetzt, Mesdames et Messieurs, die Tochter einer wahren Kaiserin, Marie Antoinette. Diesen jungen Mann kennen Sie bereits, mein Enkelsohn Louis Auguste. Mesdames et Messieurs, erheben Sie jetzt mit mir Ihre Gläser. Auf den Dauphin. Und die Dauphine von Frankreich. Es lebe das Königreich. Vive la France! Je viens d'être condamnée par
Amore und Düse. Mais Ali, rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère, montre la même fermeture que lui dans ses dernières. Hat sie hier im Hof? Es ist ihre Funktion, dem König Vergnügen zu bereiten. Dann ist sie meine Rivalin, denn auch ich möchte dem König Vergnügen bereiten. Es heißt, sie sei unterm Strich die wahrscheinlich mächtigste Frau Frankreichs. Ach ja, unter dem Strich heißt es das? Unter dem Strich. Sie hat in der vergangenen Woche dafür gesorgt, dass man den Außenminister Monsieur Choiseul entlassen hat. Sie ist wirklich wunderschön. Nicht so schön wie Sie, Madame. Was hat er denn verbrochen, der Choiseul, der Außenminister? Ach, er hat bei der Hinrichtung des Königsattentäters den Ehrenplatz für Sie nicht räumen wollen. So sagt zumindest das Gericht und das kann diese Schlange sehr wütend machen. Madame du Barry! Prinzessin de Lamballe! Wie schön, Sie zu sehen! Wir hinreisen zu wieder Außen. Ja, und was für ein rauschendes Fest das mal wieder ist, nicht wahr? Ja. Möchten Sie, dass ich einander vorstelle, Madame? Das wäre mir eine große Freude, Prinzessin de Lamballe. Madame La Dauphine, ich glaube, Sie kennen einander noch nicht. Nein, danke. Nein, danke? Ich habe heute schon genug Hände geschüttelt. Madame Antoine, das ist... Ich weiß, wer das ist. Und dann sei es so. Und wir werden unser Kennenlernen vertagen.
Ich habe auch nichts mehr zu trinken. Sie haben gerade die Bekanntschaft der engsten Vertrauten des Königs ausgeschlagen. Ich weiß. Ich gedenke nicht, mit ihr jemals ein Gespräch zu führen. Ich werde sie nicht ansprechen und ich möchte auch nicht von ihr angesprochen werden. Niemals. Champagner? Wahl. Ja. Ich bin es nämlich nicht gewohnt, zu zweit zu schlafen. Ich auch nicht. Würden Sie sich vielleicht einen Augenblick umdrehen und die Augen schließen? Umdrehen? Nur solange ich mein Nachthemd anlege. Ja, natürlich. Meine. Sind Sie sehr aufgeregt? Nö, eigentlich nicht. Es sind ja nur ein paar Handgriffe. Und Sie? Ich auch nicht. Doch, ein bisschen sehr, ja. Ich bin fertig. Möchten Sie vielleicht, dass ich mich jetzt auch umziehe? Ganz so, wie Sie es möchten. Ja. Vielleicht soll ich besser die Kerze löschen. Ja. Sie hat wirklich ein einziges Wort zu der Dubarry gesagt? Kein einziges. Dann scheint sie aber ein sturer Kopf zu sein. Ein hübscher Kopf? Sehr hübsch. Ja, bis auf die Unterlippe. Die Unterlippe? Ja, wenn sie versucht, ernst zu schauen, dann sieht das immer so aus, als würde sie schmollen. Das könnte ihr eines Tages auf die Füße fallen. Wenn sie lächelt, dann ist sie hübsch. Ja, lächeln, das kann sie. Guten Morgen, Madame Le Buffet. Der Dauphin stand heute schon sehr früh auf und ist auf die Jagd. Und wann kommt er wieder zurück? Ja, ich weiß. Was suchen Sie da in meinem Ehebett? Ich sehe nur nach, ob es hier etwas zu reinigen gibt. Aber es gibt rein gar nichts zu reinigen. Ja, das sehe ich jetzt auch, Madame. Und nicht ein einziger Tropfen. Nichts. Ein Jammer. Madame, Sie sollten sich jetzt besser fertig machen. Sie haben heute noch einiges vor. Und das wäre?
Zunächst einmal empfangen Sie um 9 Uhr Ihren Hofstaat zur Morgentoilette. Zur Morgentoilette? Ja, es ist der Tradition in Versailles, dass ein jeder, wenn er den Rang hat, die Dauphinen bei der Morgentoilette besuchen darf. Sie werden Rouge auflegen und sich vor Ihren Höflingen die Hände waschen. Dann verlassen die Herren den Saal, die Damen bleiben und sie werden sich vor Ihnen aus- und umziehen, wobei Ihnen die Ranghöchste das Hemd anreicht. Ich. Danach dürfen Sie frühstücken. Wie großzügig. Um 12 Uhr ist Kirchgang, danach treffen Sie im Salon den König und Ihre drei Tanten. Im Anschluss um 13:30 herum kehren Sie in Ihre Gemächer zurück und können tun, was immer Sie möchten. Sie könnten zum Beispiel für den König einen Rock machen. Das wird Ihre Freizeit bestimmt für ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Ich dachte eigentlich, ich treffe heute Nachmittag Prinzessin de Lamballe und wir spielen ein wenig und erkunden das Schloss. Sie spielen? Ein wenig. Um 4 wird sie der AB aufsuchen, um 5 dann der Musiklehrer. Danach können Sie spielen und mit Prinzessin de Lamballe das Schloss erkunden. Wenn Sie heute noch an Ihre Mutter schreiben wollen, dann sollten Sie das jetzt gleich tun. Meine geliebte Mama. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Ihnen endlich schreiben zu können, um Ihnen zu sagen, wie traurig ich bin, von einer so zärtlichen Mutter getrennt zu sein. Denn obwohl ich mich hier sehr wohl fühle, wünsche ich mir doch nichts mehr, als zurückzukehren und einen Tag wieder bei meiner geliebten Familie zu sein. Was meine Tagesabläufe angeht, so ist hier alles sehr genau geregelt. Wenn ich aufstehe und wer mir dann das Hemd anreicht, dabei kann es mitunter auch ein wenig kühl werden. Aber ich bin ja eine frohe Natur und ich komme schon zurecht. Unsere Hochzeitsreise nach Chaussy mussten wir leider absagen, da mein Gemahl einen Schnupfen hatte und auch ein Fieber. Aber dann hat er ganze 14 Stunden geschlafen und ist ihm schnell wieder besser. Sicher haben Sie von einem großen Onkel auf dem Platz der Gräfin gelesen. Da fiel eine Fliegeleitung einer Kind in einem Pavillon. Alles, was im Vorderkörper herumstand, explodierte und fuhr in die Menge. Liebe Maman, es war schrecklich. Wenn das nur kein schlechtes Omen ist. Über eine Person muss ich Ihnen noch berichten. Sie ist das Impertinenteste, was mir von jeher begegnet ist. Es fällt dieser kleinen Schreckschraube ein, dass sie sich weigert, mit mir zu sprechen. Sie sind schüchtern. Seit 6 Monaten. So ein Unsinn. Der ganze Hof lacht schon über mich. Allen voran diese 3 widerlichen alten Jungfern. Diese 3 widerlichen alten Jungfern sind immerhin meine Töchter, Mademoiselle. Und doch, es bleiben 3 widerliche alte Jungfern. Zumal sie selbst es ihnen untersagt haben, zu heiraten. Ja, aber das war doch nur, weil ich damals immer... Weil sie zu geizig waren, ihre Mitgift zu bezahlen. Ja, aber das war nicht der einzige Grund. Und dabei könnte ich ihr schon zeigen, wie man unseren moppeligen Dauphin in Ekstase versetzt. Ich habe doch auch schon mit ihr gesprochen, mehrfach. Und doch, widersetzt sie sich ihren Anweisungen. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Sind Sie nicht gerade dabei, mit Österreich über die Aufteilung Polens zu verhandeln? Das sind wir. Und hat die Kaiserin sich nicht in die Reihe der Bewerber für ihr geliebtes Schlesien angestellt? Das hat sie. Österreich möchte also sein Stück von dem Kuchen abhaben und braucht dafür die Unterstützung Frankreichs. Das braucht es. Wenn es also in der Polenfrage Einigkeit erzielen will, müsste da nicht vorher in einer anderen Sache Klarheit herrschen? Das müsste es! Immerhin geht es hier um die Aufteilung Polens. Die Aufteilung Europas. Und um die kindische Sturheit ihrer Enkelin entgegen ihrer Anweisungen. Sie zu ignorieren und vor den ganzen Höflingen lächerlich zu machen. Und genau das sollten Sie dem Arsch im Turm mitteilen. Wem? Merci Argenteau, der österreichische Botschafter, hat das Vertrauen der Kaiserin vielleicht schafft, wenigstens erst die kleine Fortze zur Vernunft zu bringen. Irgendwie mag ich sie aber auch. Ja, sie ist ganz hübsch. Das ist sie. Und ihre Brüste sind auch schon recht gut entwickelt. Es geht.
Aber was ist, wenn ich das schöne Schlesien jetzt doch für mich selbst haben möchte? Dann wird sie sich mit dem kleinen Galizien zufrieden geben müssen. Und was ist, wenn die Kaiserin sich darauf nicht einlässt? Dann, Majestät, können Sie sich für eine sehr lange Zeit mit der Hand machen. Und Österreich wird von dem Handel mit Polen ausgeschlossen. Drohst du mir etwa? Nein, auf gar keinen Fall. Und doch, diese Sache, die lastet schon sehr auf mir. Und diese Last, die macht mich irgendwie ganz kraftlos. Komm, gib mir doch wenigstens einen Kuss, ja? Komm. Majestät. Der österreichische Botschafter. Ausgerechnet jetzt. Er soll reinkommen. Erzähl mir von der Hinrichtung. Robert François Damien. Wo hast du gesessen? Auf einem Balkon im dritten Stock, oberhalb des Place de Grève. Hinter den Platanen? Auf der anderen Seite. Meine Lieblingsbäume. Platan? Ich habe gehört, die Balkone sollen wohl recht teuer gewesen sein. Sehr teuer. Aber ich hatte ja eine Ehrenkarte. Natürlich. War es sehr voll? Es war ausverkauft. Was wurde gereicht? Es wurden Biskuits gereicht, Schwarzbrot und weißer Kaviar. Und Champagner natürlich. Weißer Kaviar. Ist das nicht dieser neueste Schreiter aus Russland? Ich hatte keinen Hunger. Was geschah dann? Man hatte für die Hinrichtung einen Podest errichtet. Was denn für ein Podest? Na, ein Schafott eben. Ah, ein Schafott. Erzähl mir von der Strafe. Die Strafe war ein ausgeklügeltes Martyrium. Zuerst versenkten die Scharfrichter die eine Hand des Verurteilten mit brennendem Schwefel. Dann rissen sie mit einer Eisenzange Löcher in sein Fleisch und gossen siedendes Öl in die Wunden und geschmolzenes Blei. Und wie hat er reagiert? Na, er hat geschrien. Vergebung, Verzeihung. Naja, das hätte er sich auch schon früher überlegen können. Was geschah dann? Jetzt spannten sie an jedes seiner Gliedmaßen ein Pferd. Was denn für ein Pferd? Na, um ihn in vier Teile zu zerstückeln. Ja, das Gestüt, welche Pferde waren es? Ja, das weiß ich doch nicht, Pferde eben. Welche Farbe hatten sie? Weiß. Weiße Pferde. Man trieb sie mit Peitschen voran. Und dann riss der Körper des Mannes einfach auseinander. Ja, eben nicht. Nicht! So sehr die armen Viecher auch zogen und man sie peitschte, Damiens Körper ließ sich partout nicht zerreißen. Wann waren es Lipizzaner? Was? Ja, die Pferde. Man spannt sie normalerweise vor eine Kutsche. Man musste seine Muskeln und Sehnen mit einem Messer durchtrennen. Wie peinlich. Sie sagen es. Jedenfalls wurde Damians Körper schließlich doch in Stücke gerissen, seine Arme und Beine auf einem Scheiterhaufen geworfen und verbrannt. Und war er dann bereits tot, als der Torso? Schwer zu sagen, so ohne Arme und Beine. Aber ich glaube, gesehen zu haben, dass er sich am Ende noch ganz leicht bewegte. Und diese Augen. Ja, vielleicht waren es aber auch einfach nur die Nerven. Ja, die Nerven. Ja, die Nerven. Was der Mensch so alles aushält. Ja, der Mensch ist schon ein sehr zähes Wesen, Madame. Ja, das ist er. Madame Antoine. Merci, enchantée. Sie sehen ja furchtbar aus. Ich hatte gerade eine Audienz beim König und heute Morgen bekam ich in der Sache auch noch Post von Ihrer Mutter. Um welche Sache geht es denn, Monsieur? Sie haben sich selber zum Sklaven Ihres eigenen Stolzes gemacht und sich somit den Befehlen Ihres Königs widersetzt, Ihres Wohltäters. Wovon sprechen Sie da, Monsieur? Von Madame du Barry und Ihrer kindlichen Weigerung, mit ihr zu sprechen. Ich habe dieser Dame nichts mitzuteilen. Und doch haben Sie Madame du Barry nicht anders anzusehen als alle Frauen, die am Hofe in der Gesellschaft des Königs zugelassen sind. Ein Wort. Ein unwichtiges Wort in einer Kleinigkeit. Es steht so viel auf dem Spiel. Frankreich nähert sich in der Polenfrage schon den König Friedrich von Preußen an und Sie wissen, dass sich Ihre Mutter mit diesem Monstrum niemals in einen Pakt begeben kann. Dass das das Ende der österreichisch-französischen Allianz bedeutete. Und auf welcher Seite raten Sie mir zu stehen? Ja, auf beiden Seiten natürlich. Also auf der Seite meines Mannes oder auf der Seite meiner Mutter? Genau. Und da wäre noch etwas. Gräfin de Lamballe. Argenteau. Sie wissen, dass eine Ehe in diesem Land erst dann ihre Gültigkeit erhält, wenn sie dann auch wirklich vollzogen ist. Und Sie wissen, dass die Verantwortung hierfür einzig und allein der Frau zufällt.
Ja, ich weiß. Wenn ich doch nur wüsste, wie. Jedes Mal, wenn mich der Dauphin in unserem Schlafgemach besucht, dann schlägt er gleich die Augen zu und schläft. Jedes Mal. Dann sorgen Sie eben dafür, dass er die Augen aufbehält. Kann doch nicht so schwer sein. Wir zählen auf Sie, Madame Anfang. Monsieur, was haben Sie auf dem Herzen? Die Mehlpreisbindung, Majestät. Ich habe jetzt bereits einen ausgezeichneten Gesetzentwurf ausgearbeitet. Ja, der einzig und allein ihn selbst und seinem Großkonzern hilft. Auch der Klerus unterstützt diesen Entwurf. Wo steckt er denn, Ihr Klerus? Majestät, es ist an der Zeit, den Markt wieder sich selbst zu überlassen. Die Kornkammern sind weniger gefüllt als erhofft und die Preisbindung schreckt die Unternehmer davor zurück zu investieren. Damit würden wir alles rückgängig machen, was wir in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben. Sie, lieber Kollege, wir waren von Anfang an gegen diese Bindung. Weil Sie nur Ihr Imperium im Blick haben. Vergessen Sie nicht, wer Sie auf diesen Stuhl gesetzt hat. Also, soweit ich weiß, bin ich ein gewählter Vertreter. Ja, das denkt er. Hör mal auf! Herr Hopper, das noch immer denkt. Der Klerus. Wenn er sich mit seinem Hintern auf einem seiner Gletscher wiederfindet. Da kann er dann nach Herzenslust und bis an sein Lebensende seine Löcher in den Schnee furzen. Warten Sie mal, Sie mir gerade, Monsieur? Seit Sie dieses Amt bekleiden, wickeln Sie unseren König mit Ihren liberalen Ansichten ein. Schluss jetzt! Also, was raten Sie mir zu tun, Monsieur? Nun, also, auch wir unter... Ich meine den Finanzminister. Ach so. Ich halte den Entwurf für Selbstmord. Er würde die Hungersnöte weiter vergrößern und die Mehlpreise in unkontrollierbare Höhen treiben. Was wir brauchen, das ist die Abschaffung der Wegzölle und eine einheitliche Abgabe von Steuern auf jeglichen Grundbesitz ausnahmslos und nicht zuletzt wegen unserer gebeutelten Staatskasse. Na ja, steht immer noch so schlecht um die Staatskasse? Ja. Die Subventionierung der Freiheitskämpfer im Norden Amerikas im Kampf gegen England reißt immer noch tiefe Löcher in unserer Staatskasse. Majestät, ich habe hier eine Liste einer Gruppe Wohlgesinnter, die bereit wären, viel Geld zu investieren, sollte die Preisbindung fallen. Dürfte ich diese Liste einmal sehen? Das könnte Ihnen so passen. Gut, versuchen wir es. Schaffen wir die Mehlpreisbindung wieder ab. Legen Sie Ihren Gesetzesentwurf den Parlaments vor und versuchen Sie eine Mehrheit zu finden. Majestät, wozu brauchen wir denn eine Mehrheit, wenn wir doch Sie auf unserer Seite haben? Majestät, dürfte ich Sie einen Augenblick unter 4 Augen sprechen? Das ist typisch, jetzt will er Ihnen wieder unter 4 Augen sprechen. Es ist jedes Mal dasselbe. Jetzt nicht! Wir wollen doch unsere bezaubernden Damen nicht warten lassen. Kommen Sie, Monsieur. Majestät, verzeihen Sie, ich habe noch einen Termin im Finanzministerium. Da sollte ich den Kollegen besser begleiten. Monsieur! Wart! Meinetwegen, wenn Sie auf die Gesellschaft unserer wunderbaren Damen verzichten wollen, kommen Sie schon, Monsieur! Einmal im Monat. Meine Mutter schreibt mir inzwischen wöchentlich und mahnt. Aber der Dauphin liebt es nun mal nicht, zu zweit zu schlafen. Und ich will ihm nicht drängen. Manchmal, da überrede ich ihn. Dann liegt er auf mir wie ein Walross auf einem Seestern und rührt sich nicht. Eww. Vielleicht sollten Sie dem Dauphin einfach ein wenig zur Hand gehen. Mit seinem Dings? Ist er groß? Sein Dings? Sein Penis. Marcel, denn am Ball? Sie sollten anfangen, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, aber muss man jetzt auch noch alles benennen, was man da tut? Wie wollen Sie denn sonst dem Dauphin offenbaren, wie Sie es gern haben? Sagen Sie es. Penis. Ich will nicht. Penis. 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 Gräfin de Lamballe. Madame du Barry. Ja, wenn Sie uns bitte entschuldigen würden, der Dauphin erwartet uns. Es sind heute ziemlich viele Leute in Versailles, nicht wahr? Ja, das sind es, Madame la Dauphine, in der Tat.
Was schauen Sie denn so? Da kommt er ja. Der Duffe. Soll er ihm seine Hausaufgaben machen und zusehen, dass er unseren Haushalt auf andere Weise ausgleicht? Majestät, haben Sie das gerade mitbekommen? Die Dauphine hat doch tatsächlich zu Madame Dubarry gesprochen. Na, doch, habe ich verpasst. Was hat sie gesagt? Sie sagte, es sind heute ziemlich viele Leute in Versailles nicht wahr. Wie viele Wörter sind das? Exakt 10 Wörter, Sire. Aber welche Meute meint sie bloß? Leute, sie sagte Leute. Leute! Sehen Sie hier irgendwelche Leute? Aber wen interessieren denn die Leute, Majestät? Wichtig ist, dass Sie zu ihr gesprochen haben. Mit mir hat sie übrigens auch noch nicht gesprochen. Und ich habe sie immerhin einmal aus der Taufe gehoben. Dann können Sie ja morgen meinen Brief an die Kaiserin schreiben. Wie schnell das doch geht. Also, dass 10 Wörter, die auf einmal die Teilung eines ganzen Landes besiegen. Es ist so einfach mit der Politik manchmal. Fantastisch. Aber so richtig glücklich sieht sie trotzdem nicht aus. Madame Dubarry. Darf ich Sie auf ein Glas Champagner einladen? Champagner? Die Dauphine hat doch tatsächlich zu Ihnen gesprochen. Ihre Ehre ist wiederhergestellt. Ist dieser Triumph für Sie nicht Grund zu feiern? Und worauf wollen Sie da trinken? Etwa darauf, dass diese kleine Fotze eines Tages zur mächtigsten Frau Europas aufsteigt? Auf ein langes Leben unseres Königs. Möge die große Kaiserin mit dem kleinen Galizien glücklich werden. Sehen Sie nur, wie diese Schlange triumphiert. Einmal habe ich zu ihr gesprochen und ich bin fest entschlossen, es dabei bewenden zu lassen. Haben Sie es schon gehört, Monsieur le Dauphin? 10 Wörter! Und ich bin ja über die Maßen hinaus erleichtert und doch... Ist dir nicht gut? Es war nur ein Gähnen, Verzeihung. Erstaunlich, wie müde ich plötzlich bin. Erstaunlich. Ich sollte mich auf der Stelle hinlegen und zurückziehen. Aber es fängt doch gerade erst an. Und du kannst doch noch ein wenig aufbleiben. Aber wenn ich dich lieber begleite... Ich glaube, ich schlafe heute Nacht noch einmal allein. Ich wollte morgen früh schon etwas früher raus mit Großvater Roy auf die Jagd. Mein Gott, bin ich müde. Ich hasse Versailles. Ich hasse diese Marmorklötze, die Türme, die Galerien, die goldgeschmückten Fenstersimse, diese Überwachungsspiegel überall, die gespreizten Attitüden, die Morgentoilette. Ich gebe 1 Million Livre, um mich einmal wieder anzukleiden, ohne dass 12 Bedienstete dabei meinen Hintern und meine Brüste begrapschen. Andauernd verlaufe ich mich in diesem Labyrinth aus schmalen Gängen und Salons. Ich hasse das, denn ich entdecke nie etwas Neues. Ich hasse Hofdamen, diese Porzellanmenschen. Diese gespreizten Attitüden, die mich zu Tode langweilen und langweilten schon, als ich sie zum ersten Mal hörte. Diese gespritzten Gesichter aus Marzipan und aus Zuckerguss. Am liebsten würde ich sie alle hernehmen und auffressen. Allesamt. Und dann immer dieser traurige und mitleidsvolle Blick. Wartet nur, wenn ich einmal Königin bin, nicht eine Sekunde werde ich mich mehr zur Dienerin dieser barbarischen Etikette machen. Na los, mach dich fertig. Wir wollen unseren Fahrer nicht warten lassen. Fertig machen? Fahren wir denn irgendwo hin? Ja, wir fahren jetzt nach Paris auf eine Maskenredoute. Jetzt? Ich will saufen und ich will tanzen. Und wenn Sie jemand erkennt? Nicht, wenn ich die Larve über den Augen trage, denn da kann ich ganz ich selbst sein. Sag bloß, du knallst. Niemals, Madame. Je veux, ich will, ich will. Ich will, was ich sehe. Ich
bin nicht wie Honig und die Blumen gestecke, genauso bin ich. Ich will alles setzen, je veux tout gaspiller. Okayane Reste auf unserem Feste. Ist ausgemacht und ich fliege durch die Nacht. Denn vom erblühten Meer flieg hinein, es in die Nacht. Je veux, je veux. Ich will, ich will. Ich will, was ich seh. Nun, man lauscht der Musik und dann folgt man ihr heimlich nach. Bin nämlich erst seit ein paar Tagen wieder in Paris. Und schon haben sie einen ganzen Hofstaat an Verehrerinnen angesammelt. Ach, habe ich das? Aber ja. Ursprünglich. Aber ich diene schon seit einiger Zeit in der französischen Armee. Welchen Dienstgrad haben Sie? Colonel Proprietär. Und wo waren Sie stationiert? In Amerika. Also haben Sie geholfen, den Engländern den Hintern zu versohlen? Ich schreibe eigentlich besser, als dass ich kämpfe. Ich habe einen Bericht über das Bostoner Massaker geschrieben. Ah, ich kenne den Bericht über das Bostoner Massaker. Wirklich? Ja, er erschien im Journal de Paris letzten Monat. Beeindruckend. Wie man mit derart wenigen Schnörkeln einen solchen Grusel aufs Papier bringen kann. Mein Hauslehrer hat mir die Verwendung von Adjektiven mit dem Stock ausgetrieben. Ich schätze, er war einfach kein Freund von unnötigen Schnörkeln. Ich dagegen liebe sie. Was? Die Schnörkel mag ich. Und sie stehen Ihnen auch ausgezeichnet zu Gesicht. Aber doch, eine Kutsche bleibt doch eine Kutsche, egal was man davor spannt. Königliche Kutsche, bäuerliche Kutsche. Schwarzes Pferd, weißes Pferd, lahmendes Pferd. Es bleibt ein Pferd. Aber nicht zu gebrauchen. Und wie sieht's aus mit der Liebe? Leidenschaftliche Liebe, platonische Liebe, brüderlicher Liebe. Ist das alles dasselbe? Touché, Mademoiselle! Woher stammen Sie eigentlich? Sie sind aber neugierig. Oh, Verzeihung! Einfach nicht besonders französisch. Jetzt hab ich's. Bayern! Österreich! Na, dann kämpfen wir auf derselben Seite. Es scheint so. Und was treiben Sie nach schon in Paris? Na, ich werde dringend noch mal in die Oper gehen. Das soll unfassbar schön sein. Langweilig sein und viel zu viele Schnörkel. In Versailles? Ja!
Ich dachte, sie liebt die Schnörkel. Aber nicht in dieser Ordnung, wie das sein. Von Fersen. Axel von Fersen. Madame la Dauphine? Vielleicht kommen Sie mich ja mal besuchen in Versailles. Und ich zeige Ihnen ein wenig das Schloss. Ich verspreche es. Was schauen Sie denn so? Nicht. Wo schlafen wir denn jetzt? Wir schlafen heute in den Tuilerien bei Monsieur Dortois. Er hat ein Bett für uns errichten lassen. Warum hat man all diese Lichter gelöscht? Auf Befehl des Königs, Madame. Also, was ist das für ein unerträglicher Gestank? Das ist der König, Madame. Was wie der Gestank? Der König ist krank, Madame. Ich sah ihn heute Morgen noch vollkommen gesund beim Frühstück in seiner Jagdkleidung. Er gab nur ein paar Schüsse ab und klagte dann über ein Unwohlsein. Am Nachmittag überkam ihn dann ein Fieber, dass er sich kaum mehr bewegen konnte und seitdem liegt er da und stöhnt. Also, was machen all die Höflinge da auf der Treppe vor seinem Schlafgemach? Man wartet, dass der König seine Sakramente empfängt und seine letzte Beichte ablegt. Was? Kardinal Rohan ist vor einer Stunde angetroffen. Also, wie lautet seine Diagnose? Es sind die Pocken. Der König selbst entdeckte die Flecken. Wo? Wo ist der Dauphin und der Rest der königlichen Familie? An einem sicheren Ort. Die Ansteckungsgefahr ist einfach zu groß. Darf ich den König sehen? Kommen Sie, Madame. Madame de Marie. Was machen Sie denn da für Sachen hier? Sterben ist es nicht. Aber das dürfen Sie nicht. Ich hatte schon Angst, Sie hätten mich vergessen, Madame. Niemals. Sie haben mir doch versprochen, sich mit dem Sterben noch ein wenig Zeit zu lassen. Und dann klopft es an deine Tür und sagt, da bin ich. Dann dürfen Sie ihm die Tür eben nicht aufmachen. Wie fühlen Sie sich? Schlecht! Sie sehen blass aus. Man zwingt mich, ich soll mich von meinen weltlichen Gelüsten lossagen. Von Ihren Gelüsten? Den weltlichen. Ich fürchte, damit sind Sie gemeint. Dieser verdammte Knauskopf von einem Priester weigert sich, mir die Beichte abzunehmen, wenn ich Sie nicht noch heute von ihr fortschicke. Dann werde ich gehen. Noch heute. Immer die zärtlichsten Gefühle der Freundschaft für Sie empfinden. Und um Ihre Zukunft brauchen Sie sich auch keine Gedanken zu machen. Sie wissen, es gibt für eine Frau in diesen Zeiten nur zwei Möglichkeiten, einen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Politik zu nehmen. Als Ehefrau oder als Hure. Kein Mann soll jemals nur zu seinem bloßen Vergnügen eine Hand an ihrem Körper legen dürfen. Was geschieht mit mir? Sie werden noch heute in die Abtei Pontodam gebracht und werden dort in der Obhut der Äbtissin und ihrer Nonnen in den Klostermauern bis an ihr Lebensende bleiben. In einem Kloster? Ja, ich wünsche es so. Aber das ist ein Gefängnis. Es ist zu Ihrem eigenen Schutz. Packen Sie nur das Nötigste. Es erwartet Sie ein Leben in Einfachheit und Stille und doch ein Leben in Sicherheit. Ich weiß, es ist eine Umstellung. Nur eine Sache bitte ich Sie noch für mich zu tun, bevor Sie gehen. Was? Was ist es? Sie haben es in all der Zeit, in der Sie bei mir sind, immer geschafft, mich vergessen zu lassen, dass ich ein alter Mann war.
um nichts anderes hatte ich gebeten. Lassen Sie mich noch einmal, bevor ich meine Seele endgültig in die Hände dieses Monstrums von einem Priester lege, vergessen, dass ich sterbe. Und dann bitte ich Sie, für mich zu beten. Möchten Sie Ihrem Volk etwas mitteilen? Mein Volk kann immer auf mich zählen. Wie bitte, das ging jetzt ein wenig unter. Könnten Sie das noch einmal sagen? Wieso soll ich denn jetzt alles zweimal sagen? Sie sollen ja gar nicht alles zweimal sagen, Sie sollen nur Ihren einen Satz noch einmal sagen, da er doch ein wenig unterging. Ich? Sie, mein König, dass Ihr Volk immer auf mich zählen kann. Richtig. Haben Sie also doch verstanden? Ja, ich schon. Ich sagte, mein Volk kann immer auf mich zählen. Ja, aber das weiß ich doch. Ich wollte doch nur sagen, dass es ein wenig unterging. Sie, mein König, mit Ihrem Satz. Nun, er hat es ja jetzt schon ein zweites Mal gesagt. Würden Sie jetzt bitte mit Ihrer Rede fortfahren? Meine Rede? Natürlich, Madame, selbstverständlich, Verzeihung. Ich wollte nur sagen, und es möge dem König nicht missfallen, Sie sehen hier heute 200.000 Franzosen, die in Sie verliebt sind. Und ich komme nicht umhin, die Güte der Vorsehung zu bewundern, die mich zur Königin dieses stolzesten Königreichs Europas gemacht hat. Und wie stolz Ihre Mutter erst sein wird. Ja, ich weiß. Na, dann hoffen wir doch mal, dass unsere Monarchien jetzt die Ruhe bewahren und wir im Einvernehmen bleiben, damit unser Europa ein gesicherter Ort sein kann. Dann wird nicht nur dieses Volk glücklich sein, sondern alle anderen auch. Und wenn dem nicht so ist? Ja, dann fürchte ich, dass unsere glücklichen Tage bald ein Ende finden, und zwar drastisch. Was haben Sie gesagt? Ich sagte fantastisch. Eure Majestät, einfach fantastisch. Was tust du da? Ich sticke deine Krone in dieses Tuch. Wie schön. Meine Krone da in deinem Tuch. Und wie schön du heute gesprochen hast. Und all der Jubel. Und diese widerliche Kreatur nun endlich in einem Kloster. Wer? Diese Mätresse, diese widerliche, Madame Duvary. Die widerliche? Die widerliche. Wie schön.
Und all die Präsente. Man weiß gar nicht, wohin mit all dem. Ja, das stimmt. Ich habe mich heute wieder mal verlaufen. Es gibt einfach viel zu viele Zimmer in diesem Schloss. Man weiß gar nicht, wohin. Ich werde mich hier nie auskennen, auch nicht einmal, wenn ich 100 werde. Und das wirst du bestimmt. Was denn? 100, meine. Das ist für dich ein Präsent. Was ist das? Von mir. Mach's auf. Oh, ein Schlüssel. Doch nicht schon wieder ein Schlüssel, der zu einem besonderen Schloss gehört. Ein Schlüssel zu einem Schloss? Ein hübscher Schlüssel. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich bald eine ganze Schmiede für all die Schlösser, die du für mich entwirfst. Ich habe es nicht entworfen. Wer war es denn? Großvater Rohr gab es in Auftrag. Ich wusste gar nicht, dass Großvater Rohr eine Leidenschaft für die Schmiede hatte. Die hatte er auch nicht. Es ist ja ein Schloss, um darin zu wohnen. Das heißt Petit Trianon, liegt hier ganz in der Nähe versteckt im Park von Versailles. Es ist ein wenig in Vergessenheit geraten und schlicht und bedürfe dringend einer Renovierung. Ein Ort? Wo ich alles andere nur nicht Königin sein kann? Ja, ich weiß. Ein kleines Schloss, in dem man wohnen und Feste feiern kann? Ich sagte es bereits. Ich liebe es und ich will es sehen. Jetzt gleich? Ja, warum denn nicht? Es ist doch schon etwas spät. Nein, das ist es nicht. Sieh her. Die Uhren gehen irgendwie anders heute. Und so soll es auch in Trianon sein. Denn ich will es ganz so lassen, wie es ist. Nichts Prunkvolles soll da hinein und nichts Pompöses. Es soll ganz im Gegenteil weich und zart und zurückhaltend sein. Nicht wie dieses klobige Versailles, das einmal schlägt, sobald man nur einmal den Hut in eine Ecke wirft. Holz in Natur und nicht Marmor. Ein wilder Garten mit allen nur erdenklichen Blumen, Pflanzen und Sträuchern. Unsortiert sollen sie durcheinander wachsen, wie es sich die Natur so ausdenkt. Hier hält man nicht Hof. Hier sitzt man im Grünen und der Hut neben einem und die Schuhe verstreut. Alles soll in diesem kleinen Fleckchen Welt zusammen sein. Afrikanische, indische und französische Bäume. Und eine Grotte muss es haben. Und ein Theater. Also nicht für die großen Opern, die braucht man hier nicht. Sondern nur für uns, indem wir uns einmal verkleiden und endlich wie ganz normale Menschen sein können. Und keine Etikette, denn... Hier lebe ich als Privatperson. Das klingt aber nicht gerade preiswert. Lass uns die Pferde satteln. Schön, wenn es sei schon spät. Du sollst doch nicht reiten wegen deiner Fruchtbarkeit. So ein Unsinn. Jetzt wollen sie mir auch noch das letzte Vergnügen rauben. Die wollen mich ausstopfen und in einen Marmorbrunnen stellen, damit ich Wasser für sie spucke. Und jetzt zeige ich dir, was ich mit meiner Fruchtbarkeit so alles anfangen kann. Damit, was tust du denn da, bitte? Was mache ich mit dem? Toilette! Da! Was? Du hast mir einen Knopf abgerissen. Es tut mir leid, es ging jetzt ein bisschen mit mir durch. Was machst du? Ich bin jetzt doch etwas erschöpft. Wir machen das alles morgen, ja? Dein kleines Schloss, das läuft uns schon nicht fort. Fort. Bitte, 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 bitte. Und er bittet, vorgelassen zu werden. Graf Falkenstein, wer ist das denn? Na, er behauptet felsenfest, er wäre ihr Bruder. Ja, dann lassen Sie ihn herein, den Grafen von Falkenstein. Ja, Madame. Toni! Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du schaust aus wie ein Tagelöhner. Das ist, weil ich reise nämlich inkognito und ich glaube, ich habe in den letzten 8 Wochen mehr von diesem Land gesehen, als du in den letzten 6 Jahren. 6 Jahre bin ich schon da? Das ist ein Wahnsinn, ne? Ja. Und 8 Wochen reist du immer und sagst nichts? Ja, wir hätten ja an ganz anderen Empfang bereitet. Bin ich hergekommen, um zu essen und zum Feiern. Ich muss mit dem König sprechen. Worüber denn? Ja, Karko Maximilians des Dritten von Bayern. Das sieht aus, als ob er bald stirbt. Und wir können uns nicht erlauben, dass Frankreich uns in dieser Angelegenheit allein lässt.
Und was kann ich tun? Du sorgst dafür, dass du schwanger wirst. Und ich werde mit dem König sprechen. Oh nett, jetzt habe ich doch glatt mein Glöckchen hier liegen lassen. Gott, wer ist das denn? Haben wir etwa Besuch? Das ist der Josef. Und in was für ein Aufzug? Wow, ja, der Josef. Ja. Und hat sogar verkleidet, persönlich und auch noch selbst. Ja, er reist nämlich inkognito. Ich freue mich sehr, zum sehen, Majestät. Das weiß ich doch. Und ich muss mit ihm sprechen. Natürlich, nur ist es jetzt schon etwas über der Zeit. Mein Glöckchen. Ich lasse euch allein. Ja, wie du schaust. Toni, du wirst älter. Du kannst dich nicht mehr damit rausreden, dass du noch jung bist. Und diese Schminke. Warum schmierst du das Rouge-Zeugs nicht direkt auf die Nasen, dass endgültig aus ist, der Kasperl? Aber das trägt man hier so. Was soll er aus dir werden? Eine unglückliche Frau und noch eine unglücklichere Königin? Ich bin aber glücklich. Wir sollten schlafen gehen. Und morgen werde ich dann mit dem König sprechen. Wie geht's ihr? Sie wirkt ein wenig fahrig. Wirkt sie so? Ah, eng. Ja, Aven. Was wollten Sie denn mit mir besprechen, Monsieur? Sieh, es geht um die Sicherheit in Europa. Natürlich. Und um die Ansprüche Österreichs auf Bayern. Wenn Maximilian stirbt, dann werden Sie daran gelegen, dass ich ihn beerbe. Das verstehe ich. Was kann ich da tun? Nur, Friedrich der Große ist ein stolzer Mann. Und er wird einer solchen Ausweitung Österreichs wahrscheinlich nicht ganz kampflos zustimmen. Falls es zum Konflikt kommt, muss ich einfach wissen, dass Frankreich auf unserer Seite steht. Das verstehe ich. Ich freue mich, dass wir diese Angelegenheit einer Meinung sind und dann noch etwas Persönliches. Es geht um meine Schwester. Die Ehe, Sir. Die Ehe. Die Ehe. Sie sollten sie nun wieder aufsuchen, des Nachts. Aber ich suche sie auf. Und wo suchen Sie sie auf? In unserem gemeinsamen Ehebett natürlich. Und wie oft suchen Sie da auf? Einmal im Monat. Ach, doch so häufig, ja? Und doch scheint mir, haben Sie die Ehe noch nicht vollzogen, wie mir scheint. Schon. Einerseits. In Gänze. Wie meinen Sie das? Darf ich mal persönliche Fragen stellen? Bitte. Schlafen Sie mit meiner Schwester? Ja, gewisserweise schon. Und darf ich auch fragen, wie das genau vonstatten geht? In allen Details. Haben Sie während des Aktes eine Erektion, Sir? Eine ausgezeichnete. Sie haben also eine ausgezeichnete Erektion. Gut, und was machen Sie dann damit? Nun, ich führe sie in meine Frau ein. Mit Bedacht. Und dann verharre ich. Sie verharren. Wie lange verharren Sie da? So? Ungefähr 2 Minuten lang. Und dann? Dann ziehe ich mich zurück. Ich stehe auf, ich wünsche meiner Frau eine gute Nacht und dann lege ich mich schlafen. Sie stehen auf, legen Sie schlafen und die Erektion? Die nehme ich mit. Aber da gehen Sie ja vollkommen unbefriedigt. Ich bin aber zufrieden. Ohne dass Sie ejakuliert haben, haben Sie nicht während dieses Aktes, auch des Verharrens, des Bedürfnisses, sich in ihrer Frau ein bisschen zu bewegen. Und ich sehe den Akt eher als eine Art Pflichtübung. Und wollen Sie mir auch sagen, wie Sie auf diese Art und Weise einen Dauphin auf den Weg bringen wollen, Sie? Ich frage aber wirklich sehr direkt. Kann es sein, dass Sie unter einer Phimose leiden? Was ist das denn? Ja, das ist eine Vorhautverengung. Um Gottes Willen, ist es das? Ja, aber die Phimose, die verhindert nur, dass Sie ejakulieren, aber ich kann Sie beruhigen. Fragen Sie den Leibarzt. Das ist ein winziger Schnitt und dann ejakulieren Sie wieder wie ein bester königlicher Zug, denke ich. Ich ejakuliere doch. Ich dachte, Sie ejakulieren nicht. Doch. Während Sie verharren. Während ich schlafe, allein in meinem Bett. Und was für Fantasien haben Sie da? Das weiß ich nicht, ich schlafe ja. So geht das nicht, Sie können nicht einfach nur verharren. Sie müssen sich bewegen in Ihrer Frau. Auf und ab, wieder und wieder. Das klingt ja fast wie ein ehrliches Vergnügen. Mit Verlaub, das geht hier nicht allein um Ihr Vergnügen. Es geht um eine gesicherte Zukunft Frankreichs und Europas. Und da haben Sie als ein Staatsoberhaupt auch ein bisschen einen Teil dazu beizutragen, auch wenn er nur darin besteht, Ihr königliches Zepter zu gebrauchen. Ihre Schwägerin ist auch schon wieder schwanger, wie Kürter. Ist sie das?
4 Jahren. Da pflocken sie nur so raus, die Säuglinge aus diesem Weibskörper. Bah! Der Graf der Provence reibt sich jedenfalls schon die Hände, weil er denkt, der Dauphin sehe sie jetzt auf seinem Schoß. Oh. Und dann denke ich an die Herzogin Chartreuse, die letzten Monat ein totes Kind geboren hat, und ich denke mir, wenn es wenigstens das wäre. Von den Sorglosen die Sorgloseste, von den Koketten die Koketteste, von den Galanten die Galanteste und die Schönste, meine Königin. Monsieur Leonard, was haben Sie uns denn da Feines mitgebracht? In Ihrem neuen Sechsspänner? Es würde sicherlich schneller gehen, wenn ich Ihnen aufzählte, was ich heute alles zu Hause gelassen habe. Schließlich sind wir doch in Versailles, nicht wahr? Was ist das da? Das ist mein Köfferchen für die Bürste. Und was ist das da? Mein Köfferchen für die Kämme. Und was ist das da? Darin bewahre ich die Haarnadeln auf und die Scheren. Ein Köfferchen ist für die Haarmesserchen und eins für die Pomaden und Gels. Jetzt riechen Sie schon. Muskat und Lavendel. Und hier Flieder. Und dieser Duft heißt Amerika. Frisch von der Front, finden Sie nicht? Das sind die Köfferchen, die sozusagen für die Architektur zuständig sind. Denn ich bin ja auch für die Dächer bestellt, die Liebesnester, für die Türme. Irgendwo unter dem spanischen Dreimaster habe ich auch noch eine kleine Bastille versteckt. Wie Sie wissen, brenne ich ja für alles Wichtige aus unserem politischen Alltag. Heute früh haben sie in der Pariser Innenstadt etliche Bäckereien geplündert und die Getreidefahrer mit ihrer Fracht abgefangen. Und wieder gab es Dutzende Verletzte und 3 Tote. Grausam, nicht wahr? Ja, die Leute können ihr Brot nicht mehr bezahlen. Sollen sie halt Kuchen essen? Jetzt sagen Sie das bitte nicht zu laut, sonst heißt es wieder, ich hätte das gesagt. Wann sollen sie halt Kuchen essen? Und was wollen diese Leute? Sie verlangen eine Rückkehr zur Mehlpreisbindung? In Beaumont-sur-Oise haben sie heute Nacht einen Getreidefahrer an seiner eigenen Hutschnur aufgeknöpft. Und in Paris haben sie 941 Männer und 93 Frauen verhaftet. Und genau diese Komposition des Widerstands möchte ich heute an Ihnen zur Schau stellen. Und zwar in einer Rekordhöhe von 42 Zoll. Madame de Polignac hat ja inzwischen das Dach ihrer, geht das so? Das Dach ihrer Kutsche hochlegen lassen, damit sie unsere kleinen Kunstwerke nicht einlötscht auf dem Weg in die Stadt. Ja, sogar die Türrahmen ihres Salons hat sie hochlegen lassen und die Toiletten umgebaut. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Nee. Madame, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich es liebe und genieße, tagtäglich all meine Fähigkeiten aufs Neue an meiner Königin zu erproben. Was sagen Sie? Wundervoll! Madame la Reine, sprechen Sie dann bald. Au revoir! Au revoir! Monsieur Léonard! Ja. Monsieur Léonard! Reist schon ab? Es ist an der Zeit. Hast du das Kapitel mit dem König besprochen? Ich denke, dass Frankreich Österreich in der Bayernfrage unterstützen wird. Ich meine aber das andere Kapitel. Das ist mir unbegreiflich. Er sagt selber, dass er den Akt nur als eine Art Pflichtübung betrachtet. Na, wenn ich da einmal dabei wäre, das würde ich ihm schon zeigen. Wie du daherredest! Ja, doch Pflicht für euer Land zu erfüllen, dann gehst du halt hin zu deinem Interessen. Lass die einweisen! Ich dachte, in Versailles gibt es mehr Hungersöfte. Aber das sind doch alles nur Gerüchte. Das eben nicht. Ich hab's gesehen, die Bordelle. Keines der Mädchen ist älter als 12 Jahre. Wenn die eigenen Väter ihre Kinder an Bordelle verscherben, da ist Vorsicht geboten. Wie viele französische Häuser hast du denn betreten, seit da bist? Das stimmt doch gar nicht. Auf dem Land. Da verrecken sich die Leute, während ihr hier eure Feste feiert, mit der Kanaille, die ihr euch in eurem Palast haltet. Toni, das riecht nach Veränderung. Die Revolution, die wird grausam sein, wenn ihr nicht bald die Augen aufmacht. Paul! Hast du kürzlich deinen Bruder gesehen? Ja. Er ist schon vor 3 Stunden abgereist. Richtig, vor 3 Stunden. Ja.
Habt ihr euch denn gar nicht mehr angetroffen? Ich habe mich versteckt. Dich versteckt? In meiner Schmiede den ganzen Tag. Bin ich froh, dass der Kaiser endlich weg ist. Andauernd will er mit einem reden. Worüber denn? Über all diese Themen. Und dann beugte sich so zu einem herüber mit einem Mundgeruch. Die ganze Zeit habe ich dagegen angekämpft, mich zu übergeben. Jetzt will er auch noch Maximilian III. Beerben. Er hat zum Tausch Karl Theodor Vorderösterreich angeboten. Jetzt hat er dann 15.000 österreichische Soldaten nach Niederbayern entsendet und wir sollen ihm dabei jetzt Spalier stehen und prompt hat Friedrich II. Mit dem Einmarsch in Böhmen gedroht. Und? Wirst du ihm helfen? Ihm helfen? Ja. Auf keinen Fall. Aber das musst du. In unserer derzeitigen finanziellen Notlage, das könnte dem so passen. Aber er rechnet felsenfest damit, du hättest ihm deine Unterstützung bereits zugesichert. Ich habe ihm überhaupt gar nichts zugesichert. Ich habe mich nur um Anstand bemüht. Ich gedenke mich daraus zu haben. Du willst meiner Familie deine Unterstützung verwehren. Ich habe immer gedacht, deine Familie sei hier bei uns. Ja, das ist sie. Aber doch, der Kaiser ist mein Bruder. Und deshalb müssen nein, wir auch alles... Nein! Was? Nein! Was? Immer ist es der Ehrgeiz deiner Angehörigen, der hier ganz Europa durcheinander rüttet. Erst Polen und jetzt auch noch Bayern. Frankreich vertritt den Standpunkt gegenüber Österreich, keinerlei vertraglichen Verpflichtungen zu haben. Jedenfalls hat die Annexion neuer Gebiete angekümmert werden. Habe ich dich ja noch nie reden hören. Gefällt dir das? Ja. Ein bisschen. Irgendwie, ja. Findest du, ich habe heute zu viel Rouge aufgetragen? Rouge? Ja. Also ich weiß nicht. Was machst du? Nichts. Lösch nur das Licht. Aber ich habe doch noch gar nicht mein Nachtgewand an. Ach. Gar nichts. Ich habe nur einen unerträglichen Drang, mich zu beißen. Oh Gott! Jörg! Jörg! Was hast du da? Du musst rutschen! Monsieur, es freut mich, dass Sie gekommen sind. Ich komme gleich zur Sache. Im vergangenen Jahrzehnt hat die Krone Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden Livre aufgenommen. Unsere Staatsverschuldung liegt derzeit im zweistelligen Milliardenbereich. Allein die Hälfte unserer jährlichen Einkünfte müssen wir in diesem Jahr zur Tilgung der Schulden aufwenden. Man hat uns noch einen letzten Kredit bewilligt, aber wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist dieser Staat spätestens Ende Oktober bankrott. Oh la la. Sind Sie sicher, dass die Zahlen stimmen? Todsicher. Oh la la. Die Subventionierung der Freiheitskämpfer im Norden Amerikas im Kampf gegen England reißt immer noch tiefe Löcher in unsere Staatskasse. Erhöhen wir die Steuern? Gucken Sie denn so? Was guckt er denn so? Jetzt hätte er irgendeinen verwegenen Plan. Monsieur, haben Sie irgendeinen verwegenen Plan? Wir müssen unser Steuersystem reformieren und wir müssen die privilegierten Stände in unser System mit einbinden, sowohl den Adel als auch die Kirche. Sie wollen die Kirche zur Kasse bitten. Er will, dass der Herrgott sein Versagen ausbadet, oder? Sind Sie denn wahnsinnig? Sie wissen, dass die Bauern seit jeher die Hauptlast unserer steuerlichen Einkünfte tragen. Hinzu kommen Wegzölle und Brückengelder. Der Zehnte geht immer noch an die Kirche. Jedes zweite Bauernkind stirbt an unserer Ernährung. Immer mehr Bauern verlassen ihre Höfe, schlagen sie ganz Tagelöhner durch und flüchten in die Stadt. Wir können uns in Paris aber keine weitere Flüchtlingswelle mehr leisten. Schließen wir die Tore. Wir brauchen eine Steuerreform. Und wie wollen Sie die durchsetzen? Durch eine Resolution unseres Königs. Eine solche grundlegende Änderung der Steuergesetze müsste
auf einen Gerichtstag von den Parlaments eingetragen werden. Und hierzu bräuchten Sie die Zustimmung der gesamten Nation. Der Generalstände. So ist nun mal das Gesetz. Die Generalstände, die haben wir seit 150 Jahren nicht mehr einberufen. Seit 173 Jahren. Majestät, ein Wort von Ihnen und dieser Staat, der wäre gerettet. Wissen Sie eigentlich, was uns das kosten würde? Also ich meine uns. Vielleicht sollten Sie besser den Leuten zuarbeiten, die Sie auch bezahlen. Ja, Sie meinen die Bauern und Arbeiter. Oh, jetzt wird er frech. Was? Dabei sollte er besser seine Zunge hüten. Wie bitte? Du sollst deinen Maul halten, du Arsch. Er hat ihm eigentlich erlaubt, mich zu duzen. Wenn sich hier einer aufführt wie ein verdammter Bauer, dann rede ich auch mit ihm wie mit einem verdammten Bauern. Also gut. Ich werde die Anleihen registrieren und das System ändern. Was? Ohne einen großen Gerichtstag und ohne die Zustimmung der Parlaments? Richtig. Majestät, Entschuldigung, aber das ist illegal. Das ist legal, weil ich das so will. Und wenn die Parlaments da nicht mitmachen? Dann würde ich sie eben auflösen und den Notstand ausrufen. Wollen Sie tatsächlich eine derartige Mauer errichten zwischen sich und Ihrem Volk? Oh, von welchem Volk sprechen Sie denn? Ja, ich spreche natürlich von uns. Von ja, uns. Monsieur, ich bin müde, ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Ja, natürlich, Meister. Ihnen habe ich aber gar nicht gesprochen, ich meinte die anderen beiden. Ach so? Herzlichen Dank. Majestät. Ist das, was ich gesagt habe, tatsächlich illegal, Monsieur? Majestät, Sie sind nur einer Person verpflichtet und das ist unser Herrgott. Da bin ich aber beruhigt. Aber auch Sie werden sparen müssen, Majestät. Ich? Wie denn? Fangen wir mit den Ausgaben der Königin an. Was sind für Ausgaben? Trianon zum Beispiel. Wissen Sie, was uns die Renovierung Ihres kleinen Schlösschens bereits gekostet hat? Die unzähligen Festnächte, die königliche Garderobe? Ja, die Königin liebt es, sich schön zu kleiden, hat edlen Schmuck gerne und möchte gerne ihre Freunde um sich haben. Möchten Sie ihr vielleicht die Garderobe wegnehmen? Allein die Festnacht von Samstagnacht hat uns 400.000 Livres gekostet. 400.000 Livres? Ja. Wie viel ist das? Ach, das entspricht in etwa der Jahresmiete von 570 Luxuswohnungen in Paris. Hinzu kommen mehr als 1,2 Millionen Livres, die sie der Gräfin Lombard überschrieben hat. Ich rede mit ihr. Ihr Stab, Monsieur. Mein Stab? Im Schloss leben knapp 700 Höflinge mit ihren Bediensteten, die allesamt bezahlt werden müssen. Und fast 10.000 Menschen in den umliegenden Gebäuden. Viele Menschen. Ja. Viel zu viele Menschen. Ich lese ja lieber und schreibe, als dass ich so viele Menschen um mich herum habe. Weil meine Bücher sind im Allgemeinen still und drängen mich nicht. Was machen wir denn jetzt mit den Parlaments? Naja, rufen Sie doch die Generalstände ein. Mit einem Wort können Sie so alle Wünsche erfüllen. Und eine Welle der Begeisterung wird aus diesem Raum auf die Hauptstadt und in das ganze Land überspringen. Tun Sie es aus Liebe zu Frankreich und sagen Sie es laut. Ihr Volk wird auf Ihrer Seite sein. Ich meine Ihr wirkliches Volk. Stehen Sie denn so steif da? Sie sind doch nicht beim Militär. Stehen Sie bequem. Und Sie sind die Königin von Frankreich? Aber nicht hier. Hier bin ich Privatperson und ich möchte hier auch nicht Königin genannt werden. Und wie werden Sie hier so genannt als Privatperson? Suchen Sie sich einen Namen aus, wie soll ich heißen? Dann werde ich Sie Josefina nennen. Sagen Sie es noch einmal. Sagen Sie meinen Namen noch einmal. Josefina. Und schon sind Sie wieder hier bei mir. Und doch muss ich Ihnen jetzt schon wieder meine Abreise ankündigen. Müssen Sie zurück in die Front? Ja. England diesmal. Und was haben Sie die letzten Wochen so getrieben in Paris? Wir hatten viel Aufräumarbeit mit dem Militär zu leisten. Die Stadt versinkt im Chaos, die Polizei ist vollkommen überfordert. Steht's wirklich so schlimm um die Franzosen? Schlimmer. Und das, obwohl sie die Preise wieder staatlich kontrollieren? Die Gerichte haben die Order des Königs zur Einführung einer Steuer auf Grundbesitz und zur Abschaffung der Wegzölle abgelehnt. Das klingt doch ganz vernünftig. Dann hat der König die Gerichte aufgelöst und die zuständigen Richter in die Verbannung nach Troyes geschickt. Und was geschah dann? Dort wurden sie als Helden empfangen. Das Volk wähnt nur den Adel und den Klerus auf seiner Seite und begreift einfach nicht, dass die
natürlich nur ihre eigenen Besitzstände sichern wollen und eben keine Steuern zahlen. Bald werden die Generalstände einberufen, der dritte Stand wählt schon eifrig seine Vertreter. Interessant. Madame, hören Sie mir überhaupt zu? Nein. Es sind Schmähschriften aufgetaucht, in denen dem König und der gesamten Linie der Bourbonen mit Auslöschung gedroht wird. Ich habe noch nie etwas auf Schmähschriften gegeben. Würde ich mich danach richten, was hätte ich da nicht schon alles verbrochen? Erzählen Sie mir lieber von Amerika. Wie ist es da? Ja, es ist wie hier. Alles ein bisschen größer vielleicht. Wie groß? Sehr groß, Mademoiselle. Was tun Sie da, meine Königin? Sie sollen mich doch nicht so nennen, wenn wir im Kriamon sind. Josefina. Ist sie nicht gut? Kann es sein, dass Sie vielleicht schwanger sind? Bin ich das? Bleiben Sie sitzen, ich werde einen Arzt holen. Nein, es geht schon. Bleiben Sie, Sie sollen sich hinsetzen. Monsieur von Fersen hat recht, Madame Antoine. Ich glaube, es ist besser, Sie setzen sich. Merci, Herr Chouteau. Woher kommen Sie denn? Ich gehe im Schloss Bescheid sagen, ja? Was denn? Sie verlassen auf diese Art und Weise eine Eroberung? Wäre das eine Eroberung, ich würde Sie nicht im Stich lassen. Aber ich gehe und ohne, dass mir irgendjemand hinterherbeint. Und da ich Sie jetzt in sehr guten Händen weiß, würde ich mich dann auch verabschieden. Monsieur Archanteau, Madame Larenne. Und ich befehle es, dass Sie mich besuchen kommen, wenn Sie das nächste Mal in Paris sind. Ich verspreche es. Merci, Archanteau. Haben Sie mich vielleicht aufgelauert? Ja, ich war gerade in der Gegend. Ah ja. Zufällig. Auch zufällig. Zufällig. Mhm. Und doch, die Hinweise sind einfach zu deutlich. So muss ich es einfach glauben. Was denn glauben? Ja, Sie betrachten Monsieur von Fersen mit einem gewissen Wohlwollen. Toilette! Was ist los? Bist du krank? Ich glaube, ich muss mich über einen ihrer Untertanen beschweren, der so kühn war und mir mit seinen Füßen im Bauch herumtrampelt. In dem Bauch? In dem Bauch? Es ist wahr. Gott, das ist ja wundervoll! Ich werde sofort der Kaiserin Bescheid geben und schicke einen Eilboten auf der Stelle.